Guten Tag, es freut mich sehr, Ihnen hiermit die Weiterbildungen zu den Beschaffungen im neuen Jahr vorzustellen, die wir an der Uni Bern, also sprich am Institut für Wirtschaftsinformatik und an der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit anbieten. Zuerst mal die Frage, ja, wer sind wir? Mein Name ist Matthias Stürmer, ich bin Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Uni Bern und bin gleichzeitig auch Studienleiter von diesen Weiterbildungslehrgängen, die ich Ihnen jetzt dann gleich vorstellen werde. Operativ leitet die Weiterbildung bei uns Stefanie Weilmann. Sie organisiert alles Logistische und alle Referierenden und ist auch ihre erste Ansprechperson für alle Teilnehmenden, wenn es um die Frage geht, wann, wo, wie findet was statt. Und wir haben eine wichtige Unterstützung durch Lara Biel. Sie ist unsere Teamassistentin und hilft dann vor Ort, damit alles rund läuft. Wir selber sind, wie gesagt, ein ganzes Team von mehreren Leuten. Etwa 25 Personen arbeiten bei uns an der Forschungsstelle. Wir forschen zum Thema öffentliche Beschaffung, Nachhaltigkeit, nachhaltige Beschaffungen, aber auch zu Themen rund um Open Source Software, Open Data, haben verschiedene Forschungsprojekte, unter anderem mein SNF-Projekt NFP 73 zum Thema Nachhaltigkeit im Beschaffungswesen. Wir haben auch Plattformen. Wir bieten an beispielsweise eine Plattform IntelliProcure, wo man über Beschaffungen entsprechend sich informieren kann, was passiert aktuell auf dem schweizerischen Beschaffungsmarkt. Und wir haben verschiedenste Kooperationen mit Verbänden und so weiter. Nun aber zum Thema Weiterbildung, und das ist ja das, was ich Ihnen jetzt auch weitergeben möchte. Hierzu zuerst mal ein paar Eckpunkte unseres Weiterbildungsangebots. Jetzt ist ja in dem Sinn diese Corona-Zeit noch, da muss man flexibel sein. Normalerweise sind wir sehr stark vor Ort präsent mit gutem interaktivem Unterricht vor Ort. Wenn es aber jetzt Unsicherheiten gibt bezüglich der Vor-Ort-Teilnahme, bieten wir jetzt eben auch alles an online via Zoom. Und wir haben auch hybrid die Möglichkeit noch in dem Sinn, dass Sie die Aufzeichnungen studieren und anhand von diesen Aufzeichnungen zum Zeitpunkt, an dem es für Sie passt, die Inhalte entgegennehmen. Alle drei Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Eben teilweise können wir gar nicht anders, als müssen wir quasi remote unterrichten. Aber es funktioniert recht gut. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Sie sehen hier die frohen Gesichter der Teilnehmenden von diesem Jahr. Also man kann selbst über Zoom eine gewisse soziale Interaktion machen. Sonst, wie gesagt, sind wir sehr gerne vor Ort präsent in den Räumlichkeiten der Uni Bern. Da können die Dozierenden noch ein bisschen besser mit den Teilnehmenden interagieren. Man hat einen direkten Kontakt, Blickkontakt, höchste Auflösung, Realtime, 3D. Also von dem her, die Qualität ist natürlich schon noch ein bisschen besser. Und dann hat man auch etwas noch ein bisschen eine vertraulichere Atmosphäre. Also von dem her, wir fänden es eigentlich ideal, so bald als möglich wieder interaktiv vor Ort unterrichten zu können. Und wir gehen davon aus, 2021, dass es dann auch wiederum der Fall sein wird. Ein weiteres gutes Argument an der Uni Bern, Weiterbildung im Bereich Beschaffung zu besuchen, sind sicher die hochkarätigen Dozierenden, die bei uns teilweise schon seit langer Zeit aktiv sind. Wir bieten Weiterbildungen schon seit über 5 Jahren an und haben deshalb eine breite Palette von hochkarätigen Expertinnen und Experten aus dem rechtlichen Bereich, aber auch aus den operativen Fragestellungen, aus der öffentlichen Verwaltung, aus der Privatwirtschaft, von Beratungsunternehmen, aber eben auch aus der Wissenschaft. Und ich denke, dieser Mix von Kompetenz und Praxisnähe, das ist etwas, was uns auszeichnet im Bereich dieses Beschaffungswesens. Und ein weiteres wichtiges Argument bei uns teilzunehmen ist sicher auch diese Interaktion zwischen den Teilnehmern, das Networking, das wir erlauben und auch versuchen, möglichst zu fördern. An Anlässen, beispielsweise hier ein Foto von der Diplomfeier von 2020, aber auch bei einer Beschaffungskonferenz haben wir einen Austausch oder bei Weiterbildungstagen oder bei Aperos. Wir haben auch eine Alumni-Zusammenarbeit, wo die Ehemaligen aus der Weiterbildung
in einem Netzwerk eingebettet sind. Also von dem her, wenn Sie einmal bei uns waren, dann können Sie von diesem Netzwerk auch profitieren und das Netzwerk weiter pflegen und ausbauen. Nun zum Inhaltlichen. Also inhaltlich geht es bei unserer Weiterbildung sowohl um das Thema öffentliche Beschaffung als auch um private Beschaffungen oder Beschaffungen im privaten Umfeld. Und es geht um ICT-Beschaffungen, aber auch sämtliche anderen Beschaffungen thematisieren wir. Sie sehen bei dieser Grafik, ursprünglich hatten wir mal einen CAS-ICT-Beschaffung, der hatte ausschließlich das Thema ICT-Beschaffung und das Thema öffentliche Beschaffung fokussiert. Heute bieten wir zwei CAS, also Certificate of Advanced Studies, an. Einerseits, die den ganzen Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens abdecken, und den CAS Technologiebeschaffung, der sowohl im öffentlichen Umfeld wie auch im privaten Umfeld das Thema ICT-Technologiebeschaffungen adressiert. Entsprechend breit ist auch unsere Zielgruppe. Also im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens sprechen wir Kaderleute an aus allen föderalen Ebenen, aber auch Beschaffungsstellen, Fachstellen und so auch Anbieter und Beratungsunternehmen haben bei uns schon diese Weiterbildung besucht. Das ist wichtig zu erkennen, eben, es sind nicht nur ICT-Beschaffer, die da angesprochen sind von diesem CAS, von diesen Modulen, sondern es geht ganz generell um öffentliche Beschaffung. Der zweite Teil, das zweite Zielpublikum adressiert eben das ganze Thema Technologiebeschaffung. Auch da sowohl aus der öffentlichen Hand, aber hier eben auch umso mehr aus der Privatwirtschaft, möchten wir Beschaffungsstellen, Fachstellen, aber auch ICT-Anbieter informieren, wie beschafft man am besten ICT-Technologien. Und deshalb auch hier haben wir ganz explizit adressieren wir auch Teilnehmende aus der Privatwirtschaft, die sich im Bereich IT-Beschaffung weiterbilden möchten. Nun, um was geht es? Die einzelnen Module stelle ich Ihnen jetzt als nächstes kurz vor. Sie sehen hier, sie sind etwas speziell angeschrieben. Einerseits ein Modul hat eine Nummer, aber wir haben auch den sogenannten Fachausweis-Nummerierung. Es ist so, als dass quasi gewisse Module sind zweifach angeschrieben. Und wir beginnen mal hier bei diesem Modul 1. Das sind die Grundlagen der öffentlichen Beschaffung. Da geht es um das Compliance und das Projektmanagement. Also da lernen Sie alle grundlegenden Tools und alle grundlegenden rechtlichen Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens. Das ist ein dreitägiges Modul. Alle Module beginnen jeweils donnerstags, gehen dann über den Freitag bis zum Samstag, sind jeweils von 8:45 bis 5:15 am Abend, und Samstag hören wir ein bisschen früher auf, dann sind wir schon um 3 Uhr fertig. Also dieses Grundlagenmodul, dieses Basismodul, bei dem lernen Sie mal grundsätzlich, wie funktioniert das öffentliche Beschaffungswesen. Und dann geht es weiter. Im Modul 2 geht es darum, dann ganz konkret ein Beschaffungsprojekt zu planen. Also wie müssen Sie sich organisieren? Was gibt es für Bedarfsmarktanalyse, die man durchführen sollte? Wie könnte man den Auftragswert schätzen? Was gibt es für Verfahrensmöglichkeiten? Wie machen Sie freihändige Vergaben möglichst beschwerdekonform, damit es keine Beschwerden gibt und so weiter? Da lernen Sie das Verfahren, die Grundlagen, überhaupt mal so ein Beschaffungsprojekt zu starten. Bei Modul 3 geht es dann weiter. Da unterrichten wir das Pflichtenheft, also wie können ganz konkret solche Anforderungsprofile für Ausschreibungen definiert werden. Es geht darum, dass man da entsprechend Bewertungskriterien definiert, Eignungskriterien, Zuschlagskriterien, technische Spezifikation, dass man da eigentlich definiert, was ist der Beschaffungsgegenstand, wie viel, wie oft, wann will ich da etwas beschaffen. Weiter dann mit Modul 4, wenn dann quasi die Ausschreibung stattgefunden hat, dann geht es um die Angebotsöffnung, also dass quasi die Angebote, die eingetroffen sind, dass die evaluiert werden. Allenfalls braucht es eine Nachbereinigung, und dann kann der Zuschlag und der Vertragsabschluss durchgeführt werden. Also da lernen Sie Themen wie Bewertungsmethoden, Umgang mit den Preiskurven,
Wie machen Sie einen guten Evaluationsbericht, damit alles schön begründet ist, falls es Probleme gibt, damit man da gut dokumentiert ist. Das sind die vier ersten Module aus dem Bereich öffentliche Beschaffung. Das sind auch die Module, die zum Fachausweis direkt angerechnet werden können, zu dem ich nachher noch was sage. Teil des CAS ist dann das Modul 5. Da geht es explizit ein ganzes Modul um das Thema nachhaltige Beschaffung. Sie wissen ja, im neuen Beschaffungswesen ist das ein wichtiges Element und deshalb entsprechend notwendig, dass man da gute Grundlagen hat. Also da geht es um die neue Revision des Gesetzes. Da schauen wir uns an, was hat das Potenzial mit nachhaltiger Beschaffung, was bringt das mit sich. Werden vor allem viele Praxisbeispiele diskutieren und werden sowohl Inputs aus der Forschung wie auch aus der Praxis haben. Und dann im Modul 6, da geht es darum, nochmal einzelne Vertiefungsbereiche anzuschauen. Das ist ein Modul, das aus einzelnen Weiterbildungstagen zusammengefasst in die Tiefe geht. Nächstes Jahr, also 2021, geht es konkret darum, um das neue Beschaffungsgesetz. Wie wird das konkret umgesetzt? Was braucht es für Anpassungen? Dann schauen wir uns an, was sind erfolgreiche Ausschreibungen von Rahmenverträgen? Und noch drittens, wie kann die Innovation in der Beschaffung gefördert werden? Diese sechs Module umfassen eben das ganze öffentliche Beschaffungswesen. Jetzt im Bereich Technologiebeschaffung gibt es wiederum Module 1 bis 6, wo ich Ihnen ganz kurz vorstelle. Das Modul 1, das dann zum Fachausweis Modul 5, das eben Bild ist. Da geht es um Kommunikation und Debriefing. Also da lernen Sie die ganzen Social Skills, also Soft Skills, kommunizieren zu können. Was gibt es da für Menschenbilder? Was braucht es da für wichtige Grundlagen, auch aus der Psychologie, damit Sie erfolgreich ein Debriefing durchführen können mit Anbietern, wie die beispielsweise den Zuschlag nicht erhalten haben, damit Sie da möglichst eben ein bisschen den Frust rausnehmen können aus dem Gespräch, eben können im Rahmen von Mediationstrainings lernen, wie kann man mit Konfliktsituationen, schwierigen Situationen umgehen und wie können Sie gut solche Gespräche moderieren. Im zweiten Modul, Fachausweis Modul 6, da geht es dann darum, die ganzen rechtlichen Grundlagen zu erhalten, wenn Sie einen Vertrag abschließen und dann auch den Vertrag einfordern, also wollen im Rahmen von Claim Management und wie Sie dann das Ganze operativ abwickeln. Also da werden Sie in das Thema Legal Engineering eingeführt, also wie können Sie einen Vertrag so gestalten, damit er wirklich Ihre Interessen von A bis Z umsetzt, damit in Konfliktfällen die Fragen gelöst werden können. Und Sie werden insbesondere eben die ganzen Eigenschaften von ICT-Verträgen und ICT-Projekten kennenlernen. Wie können Sie da die rechtlichen Grundlagen legen, damit das alles rund dann gut abgewickelt werden kann. Und dann im Modul 3 oder im Fachausweis Modul 7, das ist das strategische Beschaffungsmanagement. Hier geht es darum zu schauen, wie kann ich langfristig mein Beschaffungsportfolio aufbauen, damit ich im richtigen Moment zur richtigen Zeit das Richtige beschaffe. Also hier geht es um eine langfristige Perspektive. Wie kann ich mehrere Beschaffungsvorhaben koordinieren? Was sind Warengruppen und Sortimentsstrategien? Wie kann ich die Marktbedarfs- und Lebenszyklusanalysen vertiefen? Und wie kann ich auch Nachhaltigkeitskriterien noch viel besser berücksichtigen, inklusive eine End-to-End-Sicht auf die Supply Chain? Dann in einem vierten Modul wird angeschaut, wie ganz konkret so ICT-Projekte abgewickelt werden. Da geht es darum zu schauen, ja, was ist eine ICT-Strategie, ein ICT-Projekt, was gibt es da für Projektmethoden, eben beispielsweise Hermes, das in der Verwaltung oft angewendet wird, aber auch agile Ansätze, agile IT-Umsetzungen, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und dann geht es auch um technologische Grundlagen, was ist Cloud Computing, was ist der Cloud Stack, wo geht's, was ist der Unterschied zwischen Individual- und Standardsoftware,
und wie muss ich beispielsweise Open Source Software sinnvollerweise beschaffen. Im Modul 5 kommt die wichtige Frage ins Spiel, ja, make or buy. Also baue ich die Software nun selber mit meiner eigenen internen IT-Abteilung oder kaufe ich sie auf dem Markt ein? Und da gibt es logischerweise nicht nur schwarz-weiß, da muss man schauen, wo macht es Sinn, selber Kompetenzen aufzubauen und wo macht es Sinn, auf dem Markt den richtigen Partner zu wählen. Und das ist eine sehr spannende Frage zwischen Theorie und Praxis, wie man dieses ICT-Sourcing am besten ausgestaltet und eben wie man so Strategien von Multi-Provider-Umsetzung bis hin zu Outsourcing-Partnerschaften am besten aufgleist. Modul 6 dann, last but not least, auch hier wiederum haben wir ein Modul, das aus drei eigenständigen Weiterbildungstagen besteht und die wiederum sind geplant, dieses Mal zum Thema Vertragsgestaltung bei explizit agilen Projekten. Dann das Thema Cloud-Beschaffung. Wie muss ich eine Ausschreibung so machen, dass ich einen guten Service in der Cloud kriege? Und wie muss ich IT- und Wartungssupport-Verträge ausgestalten? Also auch hier nochmal drei Vertiefungsrichtungen, die man in diesem Modul anschaut. So, das ist unser Überblick. Sie haben somit diese 12 Module mal kennengelernt in einem Schnellzugtempo auf unserer Website beschaffungen.unib.ch. Ist jedes Modul detailliert beschrieben, inklusive Porträts aller Dozierenden. Also damit Sie da nicht die Katze im Sack kaufen, kriegen Sie da auch wirklich transparent alle Informationen, wann, wo und wie. Jetzt eben, was man sieht, das ist eine modulare Weiterbildung. Das heißt, Sie können sich dann ein Modul an einem Modul teilnehmen, wann das Sie Zeit haben, wann es Ihnen terminlich passt, finanziell und so weiter. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das aufzubauen. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt als nächstes kurz zeigen, was gibt es für Varianten? Also wie können Sie jetzt konkret diese 12 Inhalte, diese 12 Module besuchen? Und da werde ich Ihnen einerseits eben zeigen, was sind diese Weiterbildungstage? Also da können Sie einen einzelnen Tag besuchen. Sie können aber auch einzelne Module besuchen und abschließen. Oder Sie können dann eben auch einen universitären Abschluss im Ziel haben. Oder viertens noch, oder D, den eidgenössischen Fachausweis öffentliche Beschaffung anpeilen. Beginnen wir quasi beim kleinsten Elementarteilchen der unserer modularen Weiterbildung. Da geht es um den einzelnen Weiterbildungstag. Der in sich geschlossen, jeweils eben wie gesagt von 9.15 Uhr bis 4:15 dauert, inklusive Mittagessen, Teilnahmebestätigung. Da können Sie teilnehmen, einfach mal on-off und ohne Prüfung, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Wir haben geplant im neuen Jahr, Sie sehen hier 7 Themen. Ich habe sie schon vorher kurz angeschnitten. Das sind Themen, die Sie an einem Tag ein fundiertes Wissen kriegen, sowohl von Fachleuten, aber auch mit Übungen, Anwendungsbeispielen. Also da haben Sie 7 quasi ganz konkrete Weiterbildungstage, die im Rahmen unserer Weiterbildung da angeboten werden im 2021. Jetzt die Module, da geht es eben ein bisschen mehr. Das sind eben 3 Tage. Also das heißt, das haben Sie Donnerstag, Freitag und Samstag und müssen dann entsprechend auch einen Leistungsnachweis erbringen. Also sprich, damit Sie ein Modul abschließen können und 2 ECTS, also 2 Credits kriegen, sozusagen eine Bestätigung, dass Sie dieses Modul wirklich beherrschen, da braucht es eben einen kleinen Leistungsnachweis. Und das kann eine schriftliche Prüfung sein bei Modul 1 und 2 und so weiter. Das ist dann auch sehr genau angegeben. Aber es kann auch eine mündliche Prüfung sein. Es kann eine Fallstudie sein, ein Bericht, den Sie schreiben und der dann beurteilt wird. Und wenn das gut ist, dann kriegen Sie quasi das Modul, wird das als abgeschlossen anerkannt. Die Module können sowohl bei unserer Weiterbildung angerechnet werden, wie auch an anderen Orten. Von dem her, das ist quasi die kleinste wirklich akademische Weiterbildung, die Sie bei uns besuchen können und Ihnen 2 ECTS-Credits gibt. Wenn man jetzt diese Module identisch eben zusammenfasst und dann eben nicht nur ein Modul macht, sondern 6 Module in dem Bereich öffentliches Beschaffungswesen oder im Bereich
Technologiebeschaffung, dann können die eben zusammengefasst einen ganzen CAS, also ein Certificate of Advanced Studies, bilden. Und der CAS öffentliche Beschaffung, ÖB abgekürzt, der ergibt dann 2 mal 6, 12 plus noch eine Abschlussarbeit, 4 ECTS. Und damit schließen Sie dieses CAS ab und erhalten dann quasi einen akademischen Abschluss, eben dieses akademische Weiterbildungselement. Und dann in einem weiteren Schritt können Sie entsprechend den zweiten CAS besuchen. Da geht es um das Thema Technologiebeschaffungen. Bei dem erhalten Sie dann den Abschluss, wo Sie eben zeigen können, dass Sie tatsächlich eben so ICT-Beschaffungen erfolgreich durchführen können. Auch hier wiederum notwendig eine Abschlussarbeit und damit erhalten Sie den Nachweis, dass Sie diesen CAS abgeschlossen haben. Und wenn Sie diese beiden CAS abgeschlossen haben, dann diese zusammen ergeben dann das Diploma of Advanced Studies ICT-Beschaffungen. Und das wiederum umfasst 36 ECTS. Es ist dann quasi im ersten CAS, denn Sie können entweder diesen oder diesen hier zuerst besuchen. Die erste Abschlussarbeit ist die CAS-Abschlussarbeit. Die zweite ist dann die sogenannte DAS-Abschlussarbeit. Die wird dann gemeinsam mit der CAS-Abschlussarbeit kombiniert. Also Sie schreiben am Schluss 2 Abschlussarbeiten für dieses DAS. Das sind die universitären Abschlüsse, die wir von der Uni Bern vergeben. Wenn Sie jetzt diesen Fachausweis, eidgenössischen Fachausweis, öffentliche Beschaffung absolvieren wollen, dazu brauchen Sie 5 Pflichtmodule und eines der 2 Wahlpflichtmodule. Inhaltlich ist es exakt das Identische mit der gleichen Prüfung, mit dem gleichen Leistungsnachweis wie die Module, die ich eben vorhin beschrieben habe. Aber Sie besuchen sie halt vielleicht in einer anderen Reihenfolge oder eben in dem Sinn müssen dann von den Modulen 6 oder 7 nur eines davon besuchen. Und wenn Sie diese quasi insgesamt 6 Module abgeschlossen haben, dann sind Sie zugelassen zur Berufsprüfung, zum eidgenössischen Fachausweis. Dann können Sie quasi diese Prüfung absolvieren und kriegen dann bei Erfolg entsprechend diesen Fachausweis ausgehändigt. Diese Fachausweisprüfung besteht aus einer Projektarbeit, einer Präsentation, einem Fachgespräch. Ist ein bisschen ähnlich wie diese CAS-Abschlussarbeit oder DAS-Abschlussarbeit, aber das ist nicht bei uns an der Uni Bern, sondern bei einem externen Anbieter. Auch hier eben wichtig zu sagen, dass bei dem eidgenössischen Fachausweis, das sind nicht wir von der Uni Bern, die das kontrollieren, das ist der IAÖB, die Interessensgemeinschaft eidgenössische Abschlüsse öffentliche Beschaffung. Auf deren Website können Sie das, die Details nachlesen. Wir wurden entsprechend akkreditiert, dass wir diese Module auch durchführen können und eben Ihnen diesen Leistungsnachweis geben können. Sie können sowohl bei uns an der Uni Bern diese Module besuchen und dann an einem anderen Ort fortfahren oder umgekehrt können bis zu 2 dieser Module auch bei uns, bei externen Anbietern besuchen und die dann bei uns, bei unserem CRS anrechnen lassen. Wenn Sie Fragen haben zur Anrechnung und so, da wenden Sie sich am besten an uns, an mich oder an Stefanie Weilmann, dann können wir das individuell dann noch anschauen. Ja, zum Schluss noch die Daten, ganz konkret. 2021 beginnen wir mit dem CRS öffentliche Beschaffung Ende Februar. Da beginnt es und dann jeweils im Monatsrhythmus kommen die einzelnen Module ins Spiel. Sie werden dann jeweils auch abgeschlossen. 2-3 Wochen nach dem Modulunterricht findet die Prüfung statt, der Leistungsnachweis. Und so haben Sie dann entsprechend relativ rasch dann Ihre Weiterbildung absolviert. Und das CAS Technologiebeschaffung, das haben wir jetzt aufgrund Corona und den Teilnehmerzahlen ein bisschen umgestellt. Offiziell beginnt es eigentlich erst im August. Aber da wir gewisse Verschiebungen haben, können Sie bereits jetzt im Januar das Modul 6 besuchen und dann das Modul 4 und 5 im März, April machen. Und dann geht es dann im August regulär weiter, sodass Sie quasi bis Ende Jahr auch diese Module absolviert haben können. Ja, wie gesagt, als Ort findet das Ganze, wenn wir vor Ort unterrichten dürfen, an der Uni S, das ist Stadt, das ist gleich neben der Welle 7 quasi beim Hauptbahnhof. Also Sie können quasi
quasi fast direkt vom Bahngleis direkt an die Uni S gehen und haben so einen direkten Zugang, sehr zentral gelegen, dieser Unterrichtsort. Wichtig vielleicht auch noch an dieser Stelle, was kostet das Ganze? Dazu hier die Informationen, auch hier wiederum relativ logisch aufgebaut. Es beginnt bei der kleinsten Einheit. Es sind immer Gesamtpreise, es kommt keine Mehrwertsteuer oder sonstige Kosten dazu. Also es ist quasi ein All-Inclusive-Paket. Also Sie kriegen mit dem Abschluss, mit dem Mittagessen und so weiter, alles ist da inklusive. Und das beginnt eben, wie gesagt, beim einzelnen Weiterbildungstag, der kostet 600 Franken. Und dann gibt es ein bisschen Rabatt, wenn Sie ein ganzes Modul besuchen, sind es dann eben nicht 1.800 plus 200, also nicht 2.000 Franken, sondern 1.600 Franken. Oder wenn Sie dann eben ein ganzes, den ganzen Fachausweis machen mit 6 Modulen, bezahlen Sie 8.600 Franken. Den ganzen CAS, der ist auch ein bisschen günstiger, als wenn Sie die einzelnen Module besuchen. Und das Gleiche gilt für den DAS. Also da können Sie auch einfach mal beginnen mit einem Modul, mit einem Weiterbildungstag, das dann anrechnen lassen im Jahr darauf und haben so eine höchstmögliche Flexibilität und von den Kosten auch ein sehr gutes Angebot. Ja, wenn Sie jetzt weitere Fragen haben, wir stehen gerne jederzeit zu Ihrer Verfügung. Sie können mich per E-Mail und Mobile anrufen oder auch Stefanie Weilmann per E-Mail und Telefon kontaktieren. Außerdem bieten wir etwa einmal im Monat so einen Infoanlass an, wo wir das Weiterbildungsangebot nochmal individuell vorstellen und Ihnen auch Fragen beantworten. Sie können sich gerne auf www.beschaffungen.uni.be informieren, wann die nächsten Termine sind. Von dem her würde es mich sehr freuen, Sie mal in der einen oder anderen Form zu treffen, am Gespräch, dass ich Ihnen da beraten kann und wünsche Ihnen in dem Sinn noch alles Gute und gute Gesundheit.